So Leute, herzlich willkommen hier wieder in der auf der Farm, also vor der Farm. Und wir sind bei Stardew Valley und ich bin wieder hier, The Wardrug, und habe dabei. Den Bloody Fox 13 oder halt Ja, ohne 13. genau. Und wieder diesmal am Anfang der Folge der Hinweis: Schaut euch die beiden Folgen, die ihr jetzt auf YouTube seht, gerne auch gleichzeitig an. Da werden sie beide, Bloody Fox 13 auf seinem Kanal und meine hier auf meinem Kanal online stellen werden, und dann könnt ihr sie beide genießen und sehen, was der andere gerade macht. Jo, jo, jo und so. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich muss schon wieder eintippen, dass wir keine Pause mehr machen wollen. Jo, dann geht's auch gleich los. Und. Oh! Erstmal die Angel rauswerfen. Der wollte mich angeln. Also, vor allem, wie wir einfach losgesprintet sind in unterschiedliche Richtungen. Super. So, warte mal. Ich muss jetzt ganz mal gucken, ob das geklappt hat. So, Artefakte. Nee, das hat nicht geklappt. Ich muss sie das erste Mal spenden. Oder ich muss sie. 28 Stück Ah, noch. vielleicht muss ich sie auch nicht spenden, sondern nur finden. Das kann sein. Aber nee, ich habe ja den Knochen auch nicht gefunden, oder? Weiß ich nicht. Na, du hast es in meiner Kiste gefunden. Neue Belohnung, mal wieder. Aufpassen, ja, stimmt, die kann man auch abgeben. Hühnerstatue, Melonsaat und eine Sternfruchtsaat. Beides erst im Sommer. Wächst in 12 Tagen heran und wächst in 13 Tagen heran. Moment, der müsste eigentlich zu haben. Die Sternfrucht immer noch die beste Möglichkeit. Sternfruchtwein agen lassen und dann. Aber das ist Endgame-Stuff. Du hast Starfruit-Seeds gekriegt? Ich habe einen Starfruit-Seed gerade eben bekommen. Das ist gut, die können wir in einen Flowerpot packen. Und schon mal alles Stimmt. vorziehen. Wir haben noch kein Flowerpot-Rezept und ich glaube, das kriegst du auch erst im Endgame oder so. Weiß ich nicht. Das kriegst du ja von Evelyn. Von Evelyn, dann müssen wir uns mit bei Evelyn an Freund gehen. Warte, ich gehe gleich mal Fische ins Gesicht hauen. Mag So, Evelyn es ist Fisch? 20 Uhr. Ihr habt heute leider den ganzen Tag verpasst. Wenn ihr diesen Tag nochmal nachsehen wollt, schaut doch mal in die gestrigen Folgen von The Wardrug oder Bloody Fox 13. Das bin ich. Ja. Nein. Wir haben quasi das gemacht, was ich hier gerade mache. Also ich angeln. Angeln. Ja, ich nicht. Ist noch was in der Angelkiste drin, was ich mitnehmen muss? Wartrag ist 10.000 Schritte Ah, geil. gegangen. Ja. Ist Bin das hier ein jeden bisschen Tag oder hinterher. wie? Nein, ich habe das noch nicht gekriegt, weil ich ja die ganze Zeit nur dastehe und angle. Ach, ich hatte das erst. Du hast es das gekriegt. Okay. Ich habe es halt unten gesehen, Es weil ist Entscheidung. 20:50 Uhr. Ich gehe noch schnell ins Community Center rein. Und Wollen schaue wir mich schon was mal zum da Abgeben? um. Ja, beliebt machen, uns mit Evelyn anfreunden, uns bei ihr einschleimen. Hauptsache, sie gibt uns einen Nee, Flowerpot. nee, ich schleime sie ein, wenn ich ihrem Fisch ins Gesicht drücke. Okay, jetzt wird's strange. Komm, es ist ja schon nach 20 Uhr und so, ne? Wenn diese Folge erscheint, ich glaube nicht. Weiß ja nicht, wenn du die online stellst. Naja, dann, wenn du deine online stellst. Oh, ich habe eine Cutscene. Oh, die Linus-Cutscene? Ich wusste gar nicht, dass die Linus-Cutscene jetzt schon kommt. Ich dachte, das ist ein Drei-Herzen-Event, aber offensichtlich nicht. Suki, redet da jemand von aus Erfahrung? Grrr, diese Waschbären und so weiter. Ja, nein. Ich habe heute keine Lust auf Cutscenes. Sorry, das ist kein allgemeines Walkthrough oder so. Das ist ein Ja. Hey, Devatrak und ich spielen einfach lustig zusammen Da müsst ihr schauen, Stardew-Spiele. wenn Fox alleine streamt, der guckt sich die alle an dann. Genau, dann quatsche ich alle schönen Sachen an. Aber das mache ich jetzt nicht in der Aufnahme. Vor allen Dingen, weil die Zeit halt weiterläuft, während ich da quatsche. Ja. Ja. Ja, okay, Suki. Erzähl mir mehr. Nein, erzähl mal nicht mehr. Doch, jetzt bin ich neugierig. Suki, du kannst mich auf Twitter gerne privat anschreiben und mir das alles lang und breit erklären. Lang und breit. Sicher, dass du das verkraften kannst, Fox? Oh ja, ich kann, wenn du wüsstest, was ich alles schon verkraftet habe. Wie lange kennen wir uns?
Okay, gut, das ist ein Argument. Eben. Was war das, 2007? Wie gesagt, ja, hier musst du lieb sein, aber sobald der Stream zu Ende ist, darfst du dich benehmen, wie du Ich werde die willst. ganze Zeit Türen auf und zugehen, bist du das? Nee, das sind die Kisten, nicht die Türen. Achso. So, da ist ein Oh, es Huhn. ist 0 Uhr. Oh shit. Ich bin im Zurück, Bett. zurück. Ja, ich nicht. Ich habe Steine geklopft auf der Farm. Sag mal, bist du beklopft oder was? Ich mag die Pferde, genau. Die Hühnerstatue neben meinem Bett. Die ist super. Ich habe jetzt auch eine in meinem Zimmer. Oh, ein Zapfhahn. Yes. Zapfahren? Ach, Suki. Sei Wieder nicht nichts so. gekriegt. Fox? Ja. Okay. Du hast einfach so ab, du warst, du hast einfach aufgehört zu reden und ich dachte gerade, mein Rechner ist abgeschmiert. Nein, ich war einfach fertig mit meinem Satz. Die Morgen wird es Königin übrigens den der ganzen Tag Soße. regnen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen, sagt das Wetter mir. Ja, ich bin das Wetter. Ich habe einen Brief. Aus dem Sternentauter. Willkommen, Ich willkommen. hab. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Blöde Kuh. Ich habe einen Brief von meiner Mama gekriegt. Die hat mir Kekse geschickt. Ich habe mir auch Nice. einen Kriegsbrief gekriegt von meiner Nein. Mama. Meine Mama hat mich angerufen, Kekse geschickt. Deine Wow. Mama Und noch nicht. ein Brief vom Zauberer, was super witzig ist, weil der Zauberer einfach mal der Einzige ist, der ein schönes Briefpapier hat. Aber da oben ist immer noch diese hässliche Ecke. Muss ich heute wieder gießen? Okay. Ich habe keine Gießkanne. Ja, eben, das ist ja das Problem. Ich würde ja gießen, aber ich habe keine Gießkanne. Ich gehe mal auch zum Community Center. Vielleicht kriege ich die Katzin auch, kann sie schnell durchklicken. Aber eigentlich nicht, Nee, eigentlich. im Community Center hast du jetzt noch keine Katze sehen. Aber doch. Nein. Nein. Ah ne, der Zauberer. Ich will mit zum Zauberer kommen, warte. Du kommst ja wahrscheinlich noch nicht mal rein. Beim Zauberer? Ja. Aber ich habe die Community-Cutscene mit dir auch gesehen. Wahrscheinlich sehe ich die Cutscene vom Zauberer auch. Nee, nee, die Ist ja auch für. Community Center Cutscene. Die Zauberer kannst du erst, wenn du den Brief vom Zauberer bekommst, und den bekommst du erst, wenn du einmal im Community Center Ja, aber ich. drin warst. Aber du warst ja nicht drin. Doch, ich war drin. Ich bin auch gestern Abend noch reingegangen. Ich habe gesagt, ich gehe nochmal zum Community Center. Echt? Ich komme trotzdem mit. Dieser Mann hört einfach nicht zu. Nein. Und der ist nicht lernfähig. Nicht lärmfähig, ja. Apropos nicht lernfähig. Ich gehe mal runter und noch ein paar Frühlingszwiebeln ernten. Er ist doch lernfähig. Was du schon alles für einen Scheiß geerntet hast. Goldene Frühlingszwiebel. Sehr gut. Wenn du jetzt dein ganzes Inventar mit anderen Sachen vollmachst, die nicht Frühlingszwiebeln sind und nur eine goldene Frühlingszwiebel dabei hast, Ich habe einfach alle geerntet noch. dann kannst du nur goldene Frühlingszwiebeln ernten. Ja, das kannst du machen. Das kannst du machen. Ich Andern kenne Mal. mich da nicht so aus mit dem ganzen Cheat und Ausnutzen und so weiter. Das sind keine Cheats. So, ich bin beim Zauberer. Katzin. Oh, ich sehe die Cutscene nicht. Mist. Muss ich mir da mal auch angucken. Das ist die beste Cutscene im Game. Ah, komm herein. Ich glaube, er spawnt gleich ein Junimo, deswegen lasse ich den mal. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheiten. Vermittler zwischen dem physischen und dem ätherischen und dem psychischen und dem psychedelischen und Meister der sieben Elemente. Hüter des heiligen Gra. Naja, du verstehst schon. Und du, Fox, deine Ankunft habe ich schon lang vorhergesehen. Na, danke fürs Verraten. Fox, don't do drugs. Hier, ich will dir was zeigen. Sieh Alles okay bei dir. her. Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Oh Mann. Sie nennen sich Junimos und ich quäle sie gerne hier, indem ich sie hier in meinem magischen Zirkel beschwöre, wo sie sich nicht bewegen können. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Vielleicht weil du sie quälst, Wow, gefangen hat er hältst. gerade die hier so ein, die Pommesgabel gemacht?
Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Auch wenn sie nicht mit mir reden. Vielleicht töten sie dich, aber ist egal. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Eigentlich nicht. Achso, doch, das war ich da unten. Höchst interessant. Das ist eher eine Tafel als eine Schriftrolle. Ich werde mir das mal persönlich anschauen. Bin gleich wieder zurück. Warte, ich bin hier, ich bin im Community Center. Ist er aber da? Hier ist er nicht. Nein. So ein Cheater. Das müssen sie auch patchen. Das wäre super witzig. Ich habe die Notiz gefunden. Ich habe sie gerade gefunden. Ich habe sie gerade eingeguckt. Hier war niemand. Die Sprache ist verbrochen, aber ich konnte sie entschlüsseln. Werde Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Eins mit der Waldmagie. Was meinen Sie damit? Hat sie nicht gesagt, eins mit den Wäldern? Wow. Naja, Übersetzung. Schniff, schniff. Ah. Ha. Komm her. Lass mich was von deinen Drogen nehmen. Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Aha, frisches Gras. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Babyfarn, Moosmaden, Karamellgiftpilze. Kannst du es riechen? Spüren Sie es jetzt, Mr. Krabs? Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Was? Ein Baum. Noch 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 ein Baum. Ich glaube, wir müssen die Folge eher abbrechen. Ich glaube, Fox ist kaputt gegangen. Ich glaube, wir sollten die Folge noch einen Baum nennen. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schrift rollen. Bam, Erfolg! Was ich witzig ich finde, ich habe Waldmagie erhalten, aber ich kann nicht zaubern. Was ist die Magie der Liebe, die du überall verteilst? Ach, Murphy. Du sollst mich nicht schon wieder anmachen. Du weißt, dass ich mich da nicht zurückhalten kann. Also, wie ich Liebe verteile, ich jemals da, wie das weiß ich. Ich hau Leuten Fische ins Gesicht. Wie du das machst, ist das Magie anscheinend. Keine Ahnung, wie du das machst. Liebe, Harry, Liebe. Ich meine, du haust den Leuten anscheinend keine Fische ins Gesicht und trotzdem funktioniert es irgendwie. Tja. Hallo Evelyn. Ich habe gestern Evelyn, die schönste Schmetterlingsfamilie gesehen, wie sie sich im Stadtgarten gesonnt hat. Wow, dein Leben muss echt spannend sein. Schleimjäger zum Erlegen von 8 Grünen. Oh mein Gott, ich kann grüne Schleime erlegen und nicht nur rote Schleime. Ich hoffe, dass es dauerhaft so bleibt. Mehr Dings. Ja, falls irgendjemand nach Forellenbarsch fragt, ich habe schon einen gefangen wieder, ne? Du kannst mir auch Amethysten zum Futtern geben, Lost. Bundle sammeln, okay. Wir haben das Sammelbundeln für den Frühling offen. Fertig? Offen. Ich habe es noch nicht fertig gemacht. Ich kann es nachher noch fertig machen, das mache ich heute noch. Dann das Kiste müsste eigentlich das Zeug alles drin sein. Das Konstruktionsbündel können wir bald fertig machen. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Hartholz, aber... Drück mal T-Fox. Guck mal, ich habe ein Schiefchen gekriegt. Das perfekte Schiefchen für mich. Ja, ich habe schon gesehen. Kann man eine Cutscene? Was? Nee. Achso, doch, es kam am Ende der Cutscene, ja. Achso, nee. Achso, am Ende. Ich erlege jetzt nicht die 8 grünen Slime, das mache ich morgen. Aber 8 grüne Slime erlegen gibt uns einfach mal 480 Gold.
Neues. Neues. Oh Gott. So viele neue Fische, die ich Leuten ins Gesicht hauen kann. Sag sowas nicht, Lost. Sag sowas nicht. Oh, Vardrak. Ja? Ich brauche unbedingt sowas wie eine Sound Machine, damit ich dann so einen Spieler bringen kann. Du meinst lachende Leute oder das Geräusch, wie jemand einen Fisch ins Gesicht geklatscht kriegt? Letzteres, nur letzteres. Ja, bitte. Ah, ich kann von hier aus jetzt gucken, Gemeinschaftszentrum. Das Exotenbündel können wir halt jetzt noch nicht machen, genau. Das Konstruktionsbündel können wir halt nicht machen, weil wir kein Hartholz haben, aber ich kann schon mal die... Achso, Fischbündel geht nicht. Ich kann schon mal Holz... Da muss ich selbst dann gucken gehen, was ich brauche. Was kannst du selbst machen? Beziehungsweise, sehe ich die eigentlich schon, die ganzen Community-Sachen? Solltest du jetzt auch, glaube ich, sehen. Ich weiß nicht. Bei der Switch ist es so, du kannst jedes Mal, wenn du im Inventar bist, nachgucken, wie deine Bundles aussehen gerade. Ja, kannst du ja auch. Das kann ich, sehe ich gerade noch nicht. Das heißt, ich muss morgen dann erstmal die Zauberer-Quest machen. Ja. Dann kann ich mir die Cutscene auch angucken. So, ich fülle schon mal alles auf im Konstruktionsbundle. Wir müssen da nur noch dann die 10 Hartholz hinbringen, sobald wir sie haben. Ja gut, das sollte nicht. Ich würde dann halt als nächstes... Die Gießkanne eigentlich fertig? Die Gießkanne ist morgen fertig, ne? Ich würde sogar als nächstes die... Achso, die Gießkanne, ja, das ist gut. Leg die dann mal in die Kiste oder so, weiß ich nicht. Die ist morgen erst fertig, die ist heute noch nicht fertig. Ja, ja. Wir könnten die dann wegpacken, irgendwie so. Achso, ich hätte gleich was für die Frühjahrsernte-Bundle mitnehmen können. Weil ich jetzt das Sammelbundle fertig mache. Das erste. So, Bündel komplett. Belohnung. 30 Frühlingssaaten. Okay. So, Konstruktion. Ich habe übrigens 3 Kupfererz gefunden unterwegs. So. Jetzt kriegen wir da oben das zweite Bündel. Das zweite Bündelpaket. So, denk dran, aber es ist 21.40 Uhr, dass du nicht zu spät zurückkommst. Die Zeit wird nicht eingehalten. Ich weiß, ich kann mich gerade nicht bewegen. So, wir haben jetzt hier Speisekammer, das Nutzpflanzen-Frühlingsbündel. Pastinake haben wir schon und Kartoffeln haben wir. Blumenkohl und grüne Bohnen sollten irgendwann jetzt die nächsten Tage fertig werden. So in 5 Tagen sollten wir das erste Frühlingsbundle da auch komplett machen. Ja, sind die Mixed-Seed alle schon gewachsen, die wir hatten? Die Mixed-Seed, ja. Teilweise halt, ne? Ja. Aber da kommen auch keine Bohnen raus. Die Bohnen brauchen auch noch. Ich schon mal ins Bett, ich habe jetzt nichts weiter zu tun heute mehr. Was sagt die Zeit? 18 Minuten. Also, wenn du ganz gechillt zurückkommst, passt das schon. Ich laufe ganz gechillt zurück und ich habe noch voll viel Energie. Und da es erst 23 Uhr ist, würde ich sagen, ich setze noch jetzt schnell die Dings ein. 1, 2, 3, 4, 5. Hack mal hier unten drunter wieder auf. Ich will die Frühlingsseeds machen. Reicht das? Ich glaube ja. Ich kann noch nicht gießen, weil keine Gießkanne. Ja. Aber ich kann ja im Weg stehen. 3, 2, 1, 0. So, und jetzt muss ich das noch schnell gießen. Morgen regnet es halt. Du hättest das halt einfach morgen einpflanzen können. Ja, aber dann können wir jetzt gleich schön die Folge beenden. Ja, das stimmt. Und außerdem ist es gut, wenn es jetzt schon mal gegossen ist. Ja. Wenn du es am ersten Tag vergisst zu gießen, dann wächst es nämlich einen Tag langsamer. Ich glaube, es hat übrigens, wenn man es nicht gießt, hat es trotzdem eine Chance zu wachsen. Aber dann kann man halt, selbst für sowas wie 4 Tage, kann man dann halt einen ganzen Monat warten und dann wächst es eventuell. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie da die Chancen sind, dass es wächst oder nicht. So. So, wir haben nichts verkauft. Doch, wir haben was verkauft. Das ist super. Doch, ich hab
Fische verkauft. Natürlich, ich verkaufe immer Fische. Dann würde ich sagen, war es das auch für die heutige Folge. Wie immer, schaut doch auch bei The Bar Drug vorbei. Dann könnt ihr die gleiche Folge nochmal gucken. Gebt ihm ein Like, gebt ihm einen Kommentar. Schaut bei uns auf Twitter vorbei, The Bar Drug oder BloodyFox13. Dort seht ihr bei mir auf jeden Fall, aber Bar Drug retweetet das immer gern. Auch immer die aktuellen Streamzeiten, die ich dann ankündige. Oder halt mal Streamänderungen, so wie heute. Und auch bei mir dann, wie gesagt, im Stream twitch.tv/bloodyfox13. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und tschö. Ja, haut laut Leuten, die ihr mögt, Fisch ins Gesicht. Das ist meine Ansage noch. Und dann damit sage ich auch ciao.